Hey, C-Sharp 9 und .NET 5 sind da. Wird Zeit, dass wir uns ansehen, was da alles drin ist. Wir haben es geschafft. C-Sharp 9 ist da und .NET 5 ist da. Ja, gerade veröffentlicht und schon mal wäre es Zeit, den Rechner oder Visual Studio zu aktualisieren. Also, Visual Studio starten, nach Update suchen und dann kommt ihr zu 16.8 in der Community Edition. Achtung, hat eine etwas ja, größere Download-Size von 3 GB und die wollen wir jetzt mal herunterladen und aktualisieren. Klassischerweise, wie wir es gewohnt sind, erst der Installer und dann der eigentliche Visual Studio. Also, mit Visual Studio, mit der 16.8 Version wird wohl auch .NET 5 kommen, beziehungsweise da sein. So, ansonsten unter ASP.NET gibt es jetzt nicht nur die Version 3.1 mit der LTS, mit der Longtime Support Version, sondern auch die .NET 5. Und wie wir aus der Roadmap vom .NET Framework bereits wissen, ist .NET 5 keine LTS-Version. Das heißt, diese wird circa ein Jahr supported sein und dann sozusagen out of service. Dann ist es Zeit umzusteigen. LTS-Versionen sind, glaube ich, 3 Jahre supported oder so. Und ja, aber ohnehin, als guter Entwickler ständig abzugraden, ist eh ohnehin das Maß aller Dinge, wie man so sagen will. Also, ansonsten die .NET SDK und dann sieht man auch, Achtung, kompatibel mit 16.8 und ansonsten bitte updaten. Gut, wir lassen mal den Installer laufen und ich melde mich gleich wieder. So, Visual Studio ist installiert. Ich habe jetzt .NET 5 noch nicht explizit heruntergeladen. Mal schauen, ob es mit Visual Studio gekommen ist. Ich vermute schon. Also, Command öffnen oder eben die Windows Terminal, was ich hier habe. .NET minus minus Info. Und hier sehe ich Microsoft.NET Core App 5 ist installiert. Windows Desktop App 5 ist installiert. Und so weiter und so weiter. Hier gibt es ein Servicing. Ja. Sieht aus, als wäre es da. Auch die SDK ist da. Ja? .NET 5 SDK ist da. So, hier sind sehr viele SDKs installiert, wie man sieht. Wer hier noch irgendwelche Previews hat oder sich von alten verabschieden will, Achtung, ist nicht unbedingt die beste Idee, sich von alten SDKs zu verabschieden. Falls Applikationen darauf nämlich basieren und diese verlangen, würden diese nicht mehr funktionieren. Aber die Previews, die kann man wohl getrost vom System löschen und deinstallieren. Gut, also .NET 5 ist schon mal hier. Gut, so wie kurz besprochen ist, wenn man sich den Schedule ansieht, ist .NET Core 2.1 und so weiter, beziehungsweise 3.1 und die Subversionen entsprechend ja, in einer LTS-Version, deswegen sind die auch noch da. Ja, 3.0, wenn es auffällt, .NET Core 3.0 ist nicht mehr da, war keine LTS-Version. So. Und wenn wir jetzt ansehen, wie der aktuelle Plan von Microsoft aussieht, der kann sich natürlich irgendwann auch wieder mal ändern, aber okay. .NET 5 ist ja, November 2020 geplant. Das haben wir jetzt und es ist auch erschienen. LTS-Version wird die .NET 6-Version wieder sein. 7 wird wieder so ein Feature-Update werden und eine LTS-Version wird dann .NET 8 werden. Also Sie haben jetzt immer vor, jährlich im November eine neue .NET-Version rauszubringen. So, und wer sich jetzt freut, endlich vorbei mit .NET 5 und .NET Core und .NET Framework und was weiß ich was. Leider nein, ja. Is the main implementation of .NET going forward with the .NET Framework 4x is still supported? Ja, also .NET 5 doesn't replace .NET Framework. Dieses Ziel, ja, wenn wir uns überlegen, was wir eigentlich ein bisschen an Saustall, möchte ich fast sagen, haben, ist, wir haben auf der einen Seite .NET Core, auf der anderen Seite haben wir .NET Framework, auf der anderen Seite haben wir dann Mono, auf der anderen Seite haben wir Xamarin, dann haben wir noch neben Xamarin die Windows Universal Platforms und so weiter und so weiter. Alles C-Sharp irgendwie, alles .NET irgendwie, aber doch irgendwie nicht ganz das gleiche. Ja, dann gibt es noch .NET Standard und, und.
Das zu vereinheitlichen war eigentlich mit ein Ziel von .NET 5. Dieses Ziel wurde aber meines Wissens auf .NET 6 verschoben. Aber nichtsdestotrotz können wir scheinbar über den .NET Stamm da eine Unified-Plattform haben. Ja, mal schauen, ob das auch wirklich so ist. Also Desktop, Web, Cloud, Mobile, Gaming, IoT und KI mit ML.NET, ja, alles theoretisch vorhanden. Gut, sehen wir uns an, was wirklich alles dahinter steht. Das aus meiner Sicht Spannendste, was in .NET 5 kommt oder mit .NET 5 gekommen ist, weswegen auch ein Visual Studio Upgrade, damit der Compiler das auch kann und der Compiler aktualisiert ist, ist C-Sharp 9. Ja, C-Sharp 9 mit den neuen Sprachfeatures, wie zum Beispiel Records, NZs, Top-Level-Statements und so weiter, werden wir uns anschauen. Sollte euch ein Feature fehlen, sagt Bescheid. Wir werden uns C-Sharp 9 hier entsprechend anschauen in einzelnen Detailvideos für einzelne Features. Na schön, dann war es das mal soweit mit dem Einstieg für den .NET 5 und wir sehen uns gleich mit neuen Features. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.